Einen angenehmen Abend. Willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Ukraine und Russland bremsen bei der Hoffnung auf baldige Friedensverhandlungen. Krieg und Frieden. China und Frankreich fordern baldige Gespräche, doch Moskau und Kiew stellen zuerst Bedingungen. Wir analysieren mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott. Mangel, Beruf, Unternehmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern, nicht mehr nur in einzelnen Branchen. Willkommenskultur, ein syrischer Flüchtling, der 2015 nach Deutschland kam, wird zum Bürgermeister gewählt. Ein Ortsbesuch. In der Ukraine laufen die Vorbereitungen für eine Frühjahrsoffensive auf Hochtouren. Wie genau sie ablaufen wird, ist natürlich streng geheim, doch Veröffentlichungen in russischen Telegram-Kanälen zeigen Details solcher Vorbereitungen. So sollen 9 Brigaden bis Ende April kampffähig sein. Da die Dokumente aus dem Pentagon stammen sollen, sieht Moskau dadurch die Rolle der USA im Konflikt bestätigt. Die Ukraine nennt die Pläne aber eine Fälschung. Analysten vermuten, dass die Daten zumindest verfälscht sein dürften. Während in der Ukraine also weiter und vielleicht bald mehr gekämpft wird, war Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in China, um im Gespräch mit Präsident Xi Jinping auf Friedensvermittlungen hinzuwirken. Offenbar vergeblich, wie Johannes Perterer berichtet. Bachmut, Ukraine, jene Stadt, die einst 70.000 Einwohner hatte und seit vergangenem Sommer schrittweise zum Brennpunkt des Krieges geworden ist. Es ist jeden Tag dasselbe. Der Feind feuert circa jede halbe Stunde auf uns, dann feuern wir zurück und in der Zwischenzeit graben wir neue Schützengräben und versuchen einfach unser Leben zu leben. Russische Truppen, vor allem Söldner der Gruppe Wagner, rücken immer weiter in das Stadtzentrum Bachmuts vor. Bislang konnten sie die Stadt allerdings nicht vollständig einnehmen. Die Winteroffensive der russischen Armee ist hinter den Erwartungen des Kreml geblieben. Zur Einordnung ein Rückblick auf den Frontverlauf seit Kriegsbeginn. Zu Beginn des Krieges gelang es dem russischen Militär, große Landstriche im Norden, Osten und Süden der Ukraine einzunehmen. Mit einer Gegenoffensive eroberte die Ukraine vergangenen Herbst wieder große Teile zurück. Die russische Winteroffensive der vergangenen Monate konnte trotz großer Verluste an Soldaten kaum an Territorium gewinnen. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die ukrainische Frühjahrsoffensive. In sie setzt die Bevölkerung große Hoffnungen, sagt der in Kiew lebende Journalist Denis Trubetskoy. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Schlimmste, zumindest für diesen Abschnitt des Krieges, schon vorbei ist. Sehr, sehr wenige Menschen in diesem Land haben Illusionen, dass dieser Krieg in diesem Jahr ändert, aber dass es ähnliche Erfolge geben könnte, wie zum Beispiel im letzten Jahr, da sind die Menschen relativ zuversichtlich. Es ist ein Krieg, bei dem es um das Territorium der Ukraine geht, aber auch um so viel mehr. Denn der Konflikt ist gewissermaßen ein Testlauf für eine sich wandelnde Weltordnung, in der Europas Position noch nicht in Stein gemeißelt ist. Guangzhou, China. Dritter und letzter Tag für Frankreichs Präsident Macron auf Besuch beim vielleicht mächtigsten Mann der Welt. Europa fordert von Xi Jinping, Wladimir Putin an den Verhandlungstisch und den Ukraine-Krieg zu Ende zu bringen. Xi fordert Kompromissbereitschaft von allen Seiten, um zu einer politischen Lösung des Krieges zu kommen. In Ankara stellt der russische Außenminister heute wenig kompromissbereite Bedingungen für Friedensgespräche. Friedensgespräche sind nur im Zuge einer neuen Weltordnung, ohne eine Vorherrschaft der USA möglich und müssen russische Interessen berücksichtigen. Die USA betonen immer wieder, die Ukraine selbst müsse definieren, unter welchen Umständen mit Russland Friedensgespräche begonnen werden können. Aus dem Umfeld des ukrainischen Präsidenten kommen dazu widersprüchliche Signale. Bevor skizziert werden kann, wie ein Frieden in der Ukraine aussieht, muss wohl geklärt werden, zwischen wem ein solcher überhaupt verhandelt werden kann, damit er auch hält. Und wir gehen jetzt live in unser Landesstudio in Tirol zum Professor für internationale Politik an der Uni Innsbruck und Russland-Experten Gerhard Mangott. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Tür.
Herr Professor Mangert, Russland will zuerst eine neue Weltordnung, bevor es mit der Ukraine verhandelt. Das wird wohl schwierig, aber welche Voraussetzungen braucht es denn tatsächlich, um diese beiden Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen? Offen gesagt, beide Konfliktparteien betonen zwar, dass sie zu Verhandlungen bereit sind, aber sie stellen dafür Bedingungen, die für die jeweils andere Seite nicht annehmbar sind. Russland sagt, wir verhandeln, aber nur, wenn die ukrainische Regierung anerkennt, dass die Realitäten am Boden sich geändert haben, wie die Formulierung lautet. Das heißt, dass die vier ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischschja nun Teil Russlands seien. Und das kann natürlich die ukrainische Seite nicht akzeptieren, denn territoriale Zugeständnisse, das will sie nicht machen und das will auch die Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit nicht. Und die ukrainische Seite sagt, ja, verhandeln, aber erst, wenn sich alle russischen Truppen aus der Ukraine zurückgezogen haben, inklusive der Krim. Und das wäre ja natürlich nichts anderes als eine katastrophale Kriegsniederlage Russlands. Und das wird Russland nicht akzeptieren. Worüber sollte dann auch noch verhandelt werden? Über Reparationen, die Auslieferung von Kriegsverbrechen? Und das hat der russische Präsidentensprecher heute noch einmal gesagt. Es ist derzeit nicht die Zeit für eine politische Lösung. Es muss alles auf dem Schlachtfeld erreicht werden. Und das sagt alles aus über die Chancen einer Verhandlungslösung, so gern wir diese auch hätten. Aber jetzt ist am Schlachtfeld ja auch nicht wahnsinnig viel Bewegung. Das ist ein Stellungskrieg geworden, wo die Geländegewinne oft mit dem Zentimetermaß abgemessen werden müssen. Droht das dann also auch bei dem Verhandlungsthema so zu sein, dass man monatelang über mögliche Verhandlungen verhandelt und am Ende dann doch keine Verhandlungen übrig bleiben? Nun, Verhandlungen, die werden erst dann stattfinden, wenn beide Kriegsparteien militärisch erschöpft sind. Und das sind sie im Augenblick nicht. Oder wenn eine Seite sich militärisch durchsetzt. Und diese Perspektive gibt es im Augenblick auch nicht. Wenn, dann ist sie eher auf Seiten der Ukraine zu erwarten. Also wir sind diesen beiden Szenarien weit entfernt und daher Verhandlungen nicht einmal über eine Waffenruhe, geschweige denn eine Friedenslösung, sind zu erwarten. Jetzt gibt es ja mit China einen Verbündeten Russlands, den Europa in den vergangenen Tagen stärker umworben hat. Der französische Präsident Macron und Kommissionspräsidentin von der Leyen waren in Peking beim Präsidenten und haben versucht, ihm eine Vermittlung im Konflikt schmackhaft zu machen. Allerdings hat er nur zugestimmt, zu gegebener Zeit erstmals überhaupt mit Zelensky telefonieren zu wollen. Warum will denn China nicht mehr Druck auf Russland ausüben, um hier einen Frieden zu schaffen? China ist zwar unzufrieden mit diesem Krieg und der russischen Vorgangsweise, aber Russland ist für China ein wichtiger Partner, den man nicht verprellen will, weil man ihn braucht in einem gemeinsamen Kampf gegen die Vereinigten Staaten, in einer gemeinsamen Front gegen den Westen. Und Staatspräsident Xi hat eben auch gesagt bei der Begegnung mit Macron, dass die russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden müssen bei einer Lösung des Konfliktes. Das aber definiert Russland ganz klar. Ukraine außerhalb der NATO, Ukraine als neutraler Staat, als demilitarisierter Staat. Und China deckt solche Ansprüche der russischen Seite. Und solange das der Fall sein wird, gibt es auch keine Vermittlungschancen für China, weil China zu sehr auf der Seite der russischen Regierung steht, zu sehr die russische Position unterstützt. Die Machtverhältnisse zwischen China und Russland haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ja de facto umgekehrt. Wie abhängig ist denn Russland von China? Nun, Russland ist derzeit wirtschaftlich sehr stark abhängig von China. Vor allem die nicht mehr in die Europäische Union gelieferten Ölexporte gehen nach China oder auch nach Indien, wenn auch zu rabattierten Preisen. Und China liefert Technologie, vor allem Halbleitertechnologie, an Russland, um die westlichen Sanktionen etwas abzumildern. Aber Russland weiß auch, dass es sich auf China nicht vollständig verlassen kann. Denn China fürchtet Sekundärsanktionen der Vereinigten Staaten, wenn es sanktionierte Güter an Russland liefert. Und für chinesische Unternehmen, staatliche wie private, ist einfach der nordamerikanische und der europäische Markt sehr viel wichtiger als der russische Markt. Und insofern hilft China aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt und jedenfalls nicht mit sanktionierten Gütern. Wladimir Putin versucht unterdessen selbst Druck auf Europa und die USA auszuüben. Belarus hat zugestimmt, russische Atomwaffen auf seinem Gebiet stationieren zu lassen. Wie real ist denn die atomare Drohung von Wladimir Putin, die in diesem Krieg ja immer wieder angedroht hat?
Nun, alle Vorbereitungen wurden getroffen, um sogenannte taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren, entweder auf Raketen oder auf Kampfflugzeugen. Ob es dann dazu kommt, das wird man sehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Dadurch ändert sich zwar nichts an der strategischen Bedrohung des Westens, aber es ist natürlich ein weiterer Faktor, der Unsicherheit und der Angst erzeugt. Und das soll diese Ankündigung einer Stationierung auch tun, Angst erzeugen bei westlichen Bevölkerungen vor einer möglichen nuklearen Eskalation. Und Russland erhofft sich dadurch, dass immer mehr in den westlichen Bevölkerungen die Regierungen auffordern, im Ukraine-Krieg kompromissbereit zu sein und die Ukraine zu einer Verhandlungslösung zu drängen. Die atomare Aufrüstung im Kalten Krieg hat ja auch deshalb so eine Drohung entfaltet, weil beide Blöcke atomar aufgerüstet haben, aber am Ende immer berechenbar geblieben sind. Ist das heute auch noch so? Ist Russland bei der atomaren Drohung weiterhin berechenbar für die USA? Auf der strategischen Ebene sicherlich. Also was Nuklearwaffen anbelangt, die in einem globalen nuklearen Krieg eingesetzt werden könnten zur Zerstörung der USA und zur Zerstörung Russlands. Aber was die Nutzung von taktischen Nuklearwaffen betrifft, so gibt es diese Sicherheit nicht mehr. Und Russland hat bewusst, die russische Führung hat bewusst diese Unsicherheit erzeugt, ob sie nicht doch in einem bestimmten Falle bereit sein könnte, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, etwa wenn die Krim verloren geht. Und ein solcher Einsatz kann eben nicht ausgeschlossen werden. Da ist Russland nicht berechenbar genug. Ein solcher Einsatz ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich und erstellt ein nicht zu ignorierendes Restrisiko dar bei der Unterstützung der ukrainischen Kriegsziele. Diese Kriegsziele verlaufen ja momentan nicht sehr gut für Russland. An der Front läuft es wenig gut für Wladimir Putin. Eine frühe Offensive in der Ukraine hat nur wenige Geländegewinne gebracht. Die Mobilmachung in Russland hat nicht viele fähige Truppen an die Front gebracht. Warum schafft es die russische Führung nicht, diesen sehr großen Ressourceneinsatz Russlands in diesem Krieg auch tatsächlich in Siege an der Front umzulegen? Das hängt zum einen mit Entscheidungsfehlern und Einschätzungsfehlern der Kommandeure zusammen, bis hinauf zum Generalstab. Das hängt aber auch damit zusammen, dass viele der mobilisierten Reservisten, seit vergangenen Herbst wurden etwa 300.000 Mann mobilisiert, sehr schlecht trainiert sind, auch teilweise schlecht ausgerüstet sind und daher nicht die volle Kampfkraft entfalten können. Und zuletzt liegt es natürlich auch daran, dass die Ukraine mit westlichen Waffen mehr als gegenhalten kann, dass sogar eher anzunehmen ist, dass eine ukrainische Frühjahrsoffensive erfolgreich sein wird, während die russische Winteroffensive ganz offensichtlich nicht erfolgreich war. Seit Jahresbeginn haben die russischen Soldaten lediglich 52 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums erobert und das zu sehr hohen Kosten, bei sehr hohen Verlusten. Herr Professor Mangold, vielen Dank für diese Analyse. Gerne. Man kann versuchen, den Arbeitskräftemangel mit Worten zu erklären, doch das Problem zeigen diese Daten der Statistik Austria noch viel besser. Mehr als 200.000 offene Stellen hat sie letztes Jahr bei österreichischen Betrieben erhoben. Viermal mehr als noch zur Jahrtausendwende. Nach dem Corona-Knick 2020 werden so viele Beschäftigte gesucht wie noch nie. Eine älter werdende Gesellschaft wird diesen Trend in den nächsten Jahren noch weiter befeuern. Aber schon jetzt ist die Situation für viele Unternehmen kaum bewältigbar. Johannes Ruprecht und Patrick Ruska berichten. Für Bäckereien ist es derzeit ihr täglich Brot, die Suche nach Personal. So auch bei der Bäckerei Öffal. Das Familienunternehmen aus dem Weinviertel hat 5 Filialen in Wien. Früher sei der Brotberuf Bäcker beliebter gewesen. Inzwischen gäbe es einen Personalengpass, sagt der Geschäftsführer. Wir sind echt dauernd auf der Suche. Also wenn wir eine Stelle ausschreiben, ist die fast dauer geschalten, ja, weil du immer irgendwo einen Bedarf hast. Und es ist mittlerweile sehr einfach geworden, halt die Arbeit schneller mal zu wechseln. Ja, und das merken wir schon. Also wir haben die Fluktuation ist natürlich höher geworden. Dass der Bäcker zum Mangelberuf wird, ist ein neues Thema. Mittlerweile haben 87% aller mittelständischen Unternehmen, ergibt eine Studie von Ernst & Young, Probleme, Fachkräfte zu bekommen. Schon länger zeichnet sich außerdem ab, dass aus dem Fachkräftemangel ein genereller Arbeitskräftemangel wird, der praktisch alle Branchen betrifft. Die Gründe vielfältig.
Die Babyboomer-Generation geht in Pension, viel weniger Junge kommen nach. Österreich setzt auch kaum auf qualifizierte Zuwanderung. Nach Corona schwingt die Wirtschaft wieder auf. Viele haben aber inzwischen auf einen anderen Beruf umgesattelt, sagt die Personalberaterin. Und durch Corona und die Lockdowns hätten sich auch die Ansprüche an die Arbeitsstelle geändert. So vor 4, 5 Jahren, da waren die Leute schon noch mal bereit, 3/4 Stunde mit dem Auto wohin zu fahren. Heute sagen die meisten, naja, 1/2 Stunde und ein Tag Homeoffice in der Woche. Weil ich will auch bei der Familie, wie meine Kinder aufwachsen sehen, das ist ein Thema, das jetzt stärker geworden ist. Die Politik versucht gegenzusteuern. Hans-Peter Doskozils Burgenland finanziert angehenden Ärztinnen und Ärzten das Studium, wenn sie sich verpflichten, mindestens 5 Jahre im Burgenland tätig zu sein. Bayern will im Eilverfahren Fachkräfte vom Balkan holen und wirbt Lehrkräfte aus anderen deutschen Bundesländern und aus Österreich ab. Ganz generell sei Abwerben ein immer größeres Thema, sagt die Personalberaterin. In einem Markt, wo es einfach eine bestimmte Anzahl an Arbeitnehmern gibt und viel mehr offene Stellen, dann ist es meiner Meinung nach zwangsläufig so, dass ich auf bestehende Leute zugreifen muss, weil es eben keine oder nicht in dem Ausmaß Leute von außen nachkommen. Zurück zum Brötchengeber Öfferl. Um den Personalengpass zu lösen, hat die Bäckerei nun eine Pensionistin eingestellt. Sie kommt aus der Branche und wollte aus dem Ruhestand zurück. Davon profitieren nun alle, sie und auch die Bäckerei. Ich glaube, dass das auch immer wichtiger werden wird, weil man eben kein Personal, also schwer Personal findet. Und vor allem die Erfahrung, von der kann man sehr profitieren, also das sehen wir. Allein mit der Wiedereinstellung von Pensionistinnen und Pensionisten werde man den Arbeitskräftemangel aber nicht lösen, sagt Uhl. Die kleine Gemeinde Ostelsheim bei Stuttgart in Baden-Württemberg in Deutschland sorgt derzeit für ziemlich große Schlagzeilen. Ihre 2500 Einwohner haben Anfang des Monats ihren neuen Bürgermeister gewählt. Geworden ist es jemand, der vor wenigen Jahren noch ein Flüchtling aus Syrien war. Heute, 8 Jahre später, ist Rian Alschebel Ortschef und muss sich um Kindergärten und Ortskernbelebung kümmern. Andreas Pfeiffer hat ihn getroffen. Die Gemeinde Ostelsheim liegt im Nordschwarzwald und erweckt nicht den Eindruck, als wäre sie mit dem Weltgeschehen jemals in Berührung gekommen. Nun aber hat sie Rian Alschebel, der vor 8 Jahren dem syrischen Bürgerkrieg entflohen ist, zu ihrem Bürgermeister gewählt. Da hat Ostelsheim ein klares Zeichen gesetzt, hat Ostelsheim in dem Sinne auch Geschichte geschrieben. Auch ein starkes Signal für Weltoffenheit, für Toleranz. Der neue Chef im Rathaus ist parteilos und hat sich mit 55% gegen 2 schwäbische Mitbewerber durchgesetzt. Das hat manche überrascht, am allermeisten die Mutter des Siegers. Die wussten schon, dass ich hier Wahlkampf mache, dass ich zu wenig Zeit habe die Tage. Aber dass sie wirklich damit gerechnet haben, dass ich die Wahlen gewinnen werde, das glaube ich nicht der Fall. Seine Heimat As-Suweida im Süden Syriens hat Alschebel verlassen, weil er nicht für die Armee eines Diktators kämpfen wollte. Sein Fluchtweg führte 2015 über die Türkei, dann in einem Schlauchboot auf die griechische Insel Lesbos, dann über die Balkanroute nach Deutschland, wo er Asyl beantragte. Heute ist er Verwaltungsfachangestellter und hat für seine Gemeinde große Pläne. Wir haben in Ostelsheim viele diverse Aufgaben, die angegangen werden sollten. Im Bereich der Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung ist auch Thema, lebendige Ortsmitte und die Gewährleistung der Grundversorgung im Dorf, also eben Supermarkt, was auch kommen wird. Aber da soll man dafür Sorge tragen, dass es so schnell wie möglich dann realisiert wird. Die Ostelsheimer erwarten nun eine Blütezeit. Bei den Wahlveranstaltungen hat man gemerkt, wie offen der Herr Aschlege ist dann und auch wie er die Probleme anpacken will. Und das gibt schon einen positiven Feedback in der Gemeinde. Was er hier alles im Ort mit den Vereinen und was wir alles hier so im Ort haben, auch den Kontakt gesucht hat, fanden wir gut und dementsprechend freuen wir uns sehr auf jemand Neues. Wenn die Bürger aus Ostelsheim ihn für fähig empfinden, dann spricht das ja absolut für die richtige Entscheidung.
Im Juni tritt Bürgermeister Rian Alschebel sein Amt an. In Ostelsheim, Nordschwarzwald, ziemlich fern von Syrien. Vor kurzem gab es am Strand von Tel Aviv einen Anschlag mit mindestens einem Toten und 6 Verletzten. Damit ist die Hoffnung auf halbwegs friedliche Osterfeiertage im Nahen Osten getrübt. Nur Stunden, nachdem im Westjordanland 2 junge Frauen bei einem Schussattentat getötet und ihre Mutter schwerst verletzt wurde, gab es den Anschlag auf einer Strandpromenade von Tel Aviv. Der Angreifer fuhr ein Auto in die Fußgänger und wurde daraufhin von israelischen Zivilisten erschossen. Die Opfer sind Touristen aus Italien und Großbritannien. Die israelische Regierung hat nach dem Raketenbeschuss im Süden des Libanons und im Gazastreifen nun Reserveeinheiten der Grenzpolizei einberufen. Und wir berichten gleich noch, wie hunderte Obstgärten diese Woche in der Nacht geheizt wurden, nach weiteren Meldungen vom Tag. Der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum hat heute ohne Papst Franziskus stattgefunden. Grund sei die Kälte, heißt es vom Vatikan. Erst vergangenen Samstag ist der 86-jährige Pontifex aus dem Krankenhaus nach einer überstandenen Bronchitis entlassen worden. Der US-Journalist Ivan Gershkovich ist in Russland wegen Spionage angeklagt worden. Der 31-jährige Amerikaner war letzte Woche während seiner Recherchen über die Söldnergruppe Wagner in Jekaterinburg festgenommen worden. Gershkovich bestreitet die Vorwürfe. Im US-Bundesstaat Tennessee hat die republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus 2 schwarze Politiker ausgeschlossen. Der Grund: die Demokraten protestierten für ein schärferes Waffengesetz. Eine 3. Abgeordnete, eine weiße Frau, blieb vom Ausschluss verschont. Gestern wurde in einem Waldstück oberhalb der Gemeinde Caldes im Trentino die Leiche eines Joggers gefunden. Eine Autopsie hat nun bestätigt, dass der Mann von einem Bären getötet wurde. Der 26-Jährige dürfte noch versucht haben, das Raubtier mit einem Stock abzuwehren. Jede 4. Überstunde ist letztes Jahr von heimischen Betrieben nicht bezahlt worden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Statistik Austria für die Arbeiterkammer. Es handelt sich dabei um 47 Millionen Stunden. Für die Wirtschaftskammer sind die Vorwürfe nicht nachvollziehbar. So sah es diese Woche in vielen Obstgärten des Landes aus. Die ganze Nacht über mussten die wertvollen Blüten der Apfel- oder Marillenbäume mit Feuern vor dem Frost geschützt werden. Auf -6 Grad sank die Temperatur in manchen Anbaugebieten. Das bedeutet Nachtschicht für die Landwirte. Sogar Windmaschinen kamen mancherorts zum Einsatz. Alexandra Siebenhofer berichtet. Arbeiten in stockdunkler Nacht. Bei Kirschen, Marillen oder Zwetschgen ist der Kampf gegen den Frost eine zeitaufwendige Angelegenheit. 400 Frostkerzen pro Hektar hatte man hier am Kirschengut Schmidt in Ilz in der Oststeiermark in den vergangenen Nächten im Einsatz. Und da geht es um Zehntel Grade, die wir da in der Anlage, die entscheiden, ob viele oder wenige Blüten abfrieren. Aber jetzt sind fast alle Frostkerzen aufgebraucht. Deswegen kommen Windmaschinen zum Einsatz, die warme Luft aus oberen Schichten ansaugen und in die Baumreihen blasen. Wir sind voller Adrenalin. Also der ganze Tag ist schon immer mit Arbeit verbunden, dass wir alles vorbereiten für die nächste Nacht. Das sind viele Vorbereitungen, die man treffen muss, damit man dann punktgenau, wenn die Temperaturen sinken, starten kann. Und dann muss das eigentlich relativ gut getimt ablaufen, weil diese Frostschutzmaßnahmen kosten viel Geld und müssen auch wirklich punktgenau gesetzt werden. Alles steuert auf einen Höhepunkt zu, die kälteste Stunde der Nacht rund um den Sonnenaufgang. Die Geräte müssen auf Hochtouren laufen, die Frostkerzen zuverlässig brennen. Dann fällt das Adrenalin ab, dann gehen wir was frühstücken und können wieder mal ein bisschen durchatmen. Frostnächte hat es auch früher schon gegeben, sagt der Bauer. Aber Frostschäden hat er erst, seit die Winter immer wärmer werden. Der Klimawandel ist angekommen. Wir haben im Winter zu Weihnachten viel zu hohe Temperaturen. Die Bäume denken, es geht bald los und starten dann bei der ersten wärmeren Phase im Februar schon irgendwie die Vegetation. Marillen zählen zu den ersten, die blühen. Sie sind jetzt auch am stärksten von Ernteausfällen bedroht. Die Hagelversicherung rechnet stellenweise mit Totalausfällen. Aber auch Kirschen, Zwetschgen, Äpfel und Birnen sind betroffen. Insgesamt ein Drittel der Obstanbauflächen. Die Steiermark ist bedingt dadurch, dass wir ja die meiste Obstbaufläche haben, am stärksten betroffen.
Wie hoch dann die Schäden in den einzelnen Anlagen sind, ist sehr stark von Sorte und Lage abhängig. Mit 35 Millionen Euro beziffert die Hagelversicherung den Schaden bis jetzt, wenn nicht noch weitere Frostnächte kommen. Ja, wir sind heuer extrem früh mit dem Frostereignis. Also wir sind es gewohnt, eher Mitte, Ende April, dass diese Spätfröste kommen. Und da ist schon auch die Sorge, dass uns das heuer noch einmal passiert. Wer kann, setzt bei Äpfeln und Birnen auf Frostberegnung. Eine Schutzschicht aus Eis rettet die Blüte. Aber die Anlagen sind teuer und bei starkem Wind sind sie nutzlos. Bis Mitte Mai heißt es also warten und hoffen. Auch am Kirschengut Schmidt in Ilz. Da gibt man sich optimistisch. Die Hälfte des Obstes, hofft Herr Schmidt, hat er vor der Kälte gerettet. Ob das gelungen ist, werden aber erst die nächsten Wochen zeigen. Die Frostnächte machen jetzt aber mal ein bisschen zumindest Pause. Richtig warm wird's dennoch nicht. Die Wetteraussichten. Tiefdruckwetter mit Regen und Abkühlung stellt sich morgen in Österreich ein. Erst am Ostermontag stabilisiert sich das Wetter deutlich. Überwiegend trüb wird der morgige Kar-Samstag und es regnet zeitweise. Im Norden und Osten kann es anfangs bis auf 300 Meter herabschneien. Es bleibt recht kühl bei 4 bis 12 Grad. Am Ostersonntag ziehen hauptsächlich in der Osthälfte Österreichs noch Regenschauer durch. Am Montag kommt immer mehr die Sonne hervor und es wird dann auch spürbar wärmer. Und bei uns in ORF 2 geht es jetzt in Universum History um die biblische Sintflut. Der Geschichte von Noah, der von Gott den Auftrag erhielt, eine Arche zu bauen, um sich und die Seinen und die Tiere zu retten, sind Wissenschaftler mit Hightech-Methoden seit Jahren auf der Spur. Hat diese Sintflut tatsächlich stattgefunden? Und vor allem, wo? Und wenn nicht, welche Ereignisse könnten diesem Mythos zugrunde liegen? Eine spannende Spurensuche. Die Osterspurensuche müssen Sie ohne die ZIP2 hinkriegen. Wir sind am Dienstag wieder für Sie hier. Vielen Dank fürs Zusehen und im Namen aller hier frohe Feiertage. Auf Wiedersehen.